In Baden-Württemberg haben im ersten Tourismushalbjahr 2019 eine 500.000 Menschen mehr übernachtet als im Vorjahreszeitraum. Deshalb zeigt sich Tourismusminister Guido Wolf erfreut. Die Ferien in Baden-Württemberg liegen voll im Trend und seien außerdem ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, so der Minister. In der Region Neckaralb allerdings sind die Übernachtungszahlen eher gesunken. Der Landkreis Reutlingen verzeichnet einen Rückgang von 1,5%, der Landkreis Tübingen sogar um 6,5%. Einzig der Zollernalbkreis hat positive Zahlen zu vermelden. Hier haben 0,8% mehr Menschen übernachtet als noch im Vorjahr.